Schönen guten Tag. Im Sommer 2019 erreichten Flohmarktvideos ihren bisherigen Höhepunkt. Angestachelt davon und von den Worten ihres Propheten fielen Glücksritter wie Heuschrecken über die Flohmärkte. Die Folgen dieses Reseller-Irrsinns waren in den letzten Monaten deutlich sichtbar. Einige fanden sich plötzlich hinter einem prall gefüllten Flohmarktstand wieder. Die Angebote anderer dümpelten in den tiefen Mos Eisleys, umgangssprachlich auch als Kleinanzeigen bekannt. Horden von Sammlern, die ihnen das Zeug zu Höchstpreisen aus den Händen reißen? Fehlanzeige. Stattdessen lernten sie nun, dass da draußen noch tausende anderer schlauer sind, die ihnen nur Bruchteile des sogenannten Marktwertes anbieten. Über die bösen Reseller kann man viel schwafeln, aber was soll das bringen? Sinnvoller finde ich es, in dieser kleinen Reihe ehemalige Spekulationsobjekte zu beleuchten und zu zeigen, was daraus wurde. Wieso und für wen diese Reseller sogar wichtig sind und warum die meisten von ihnen, historisch gesehen, leer ausgehen müssen. In den 90ern suchten die Menschen nach Möglichkeiten, ihre Rente zu sichern. Norbert Blüm trauten sie nicht und Walter Riester von der EG Metall kannten sie nicht. Münzen und Briefmarken waren schon angestaubt. Bei Telefonkarten wusste man nicht, wie es sich entwickelt. Eine sichere Anlage musste her. Ein Objekt, von dem man schon von Erfahrungswerten her wusste, wohin die Reise geht. Zum Glück kam den Leuten in den 90ern das Bildungsfernsehen entgegen. Hier ein paar Auszüge aus einer Kabel-1-Doku. Hunderttausende hat das Ü-Ei-Fieber allein in Deutschland gepackt. Mehrmals im Jahr treffen sich die Freunde der kleinen Figuren auf der Überraschungseibörse im hessischen Dreieich. Sie kommen in Scharen, um hier zu tauschen, zu feilschen und vor allem zu ergattern, was noch in den heimischen Setzkästen fehlt. Und dafür zahlen sie stolze Preise. Die absoluten Renner unter Sammlern, Hüpfschlumpfinchen, der Regenkobold, der Eierlaufschlumpf und der Stelzenschlumpf. Seltene Stücke im Wert von bis zu 1000 Euro. Andreas Regitz ist Händler und Nichtsammler. Für ihn zählt nur der Profit. Für die meisten seiner Kunden steht etwas anderes im Vordergrund. Entspannung, stressigen Beruf. Verzieht man sich dann in sein Zimmerchen, ne, und guckt, was man denn so hat. Geht sonntags auf den Flohmarkt und guckt in den verschiedenen Kisten rum, was man da so findet und freut sich, wenn man was findet. Also nee, es ist schon eine schöne Sache. Schön findet Andreas Regitz auch die Beipackzettel, die die Sammlerin ihm anbietet. Mein Angebot wäre 150, alles zusammen 800. 800 Euro für ein Bündel alter Beipackzettel, die die Sammlerin doppelt hatte. Und Profi Regitz ist sich sicher, sie für deutlich mehr wieder loszuwerden. Okay, die Doku stammte bereits aus den frühen Nullern, wie ihr an der Währung erkennt. Aber ähnliche Reportagen gab es schon früher. Wer die Sendung verpennte, konnte auf Mundpropaganda zählen. Ähnlich wie heute, einer erzählt dem anderen, worin er investieren soll. Für das Ganze notwendig, aber auch fatale Idiotie, wie wir sehen werden. Man erfuhr also, dass es Sammler für Schokoladenbeigaben gab, die Hunderte oder sogar Tausende für die Teile bezahlten. Da leuchten die Augen, oder? Leider konnte ich den Preis eines Ü-Eis in den 80ern nicht herausfinden. Schätzungen gehen von rund einer D-Mark aus. Setzen wir die mal in Relation zum Pumuckl-Regenkobold aus der Doku, konnte man diese Mark nach 10 Jahren ver-2000-fachen. Verbrennt die nutzlosen Sparbücher. Denn warum sollte man sich mit einer Mark als Investition begnügen, dachten sich die Leute in den 90ern. Mit einem Einsatz von 50 Mark 1995 konnte man demnach schließlich bereits 2005 100.000 D-Mark haben. Okay, oder 50.000 Euro, aber damit rechnete ja noch keiner. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, außerhalb der harten Realität. Denn die Rechnung ging natürlich nicht auf. Den Scherbenhaufen sollten wir bereits Ende der 90er, Anfang der Nuller sehen. Durch das aufkommende Internet und einer Plattform namens eBay wurde der Markt transparenter. Man konnte deutlich die Massen sehen, die zum Angebot standen. Und auch an gefühlt 9 von 10 Flohmarktständen unterboten sich die einstigen Spekulanten. Teils gab es die Figuren für 1 Euro das Stück, mal für 50 Cent, mal für 10 sogar. Wie konnte eine 10 Jahre zuvor so sichere Sache dermaßen in die Hose gehen? Viele Faktoren finden sich in der Doku. Problem 1: veränderte Ware. Es bleibt zwar Schokolade mit Spielzeug drin, aber das Spielzeug wurde verändert. Die 4 teuren Figuren dürfte jeder von euch kennen. Vielleicht nicht die genaue Bezeichnung, aber Schlümpf und Pumuckl dürfte man erkennen. In den 80ern kaufte Ferrero viele starke Lizenzen auf, zum Beispiel von Disney. Demnach waren Donald, Mickey, das Dschungelbuch und viele andere im Ei. Diese Figuren sprechen dann auch Leute an, die Fans der Lizenz, aber nicht zwingend des Ü-Eis sind. Schaut euch jetzt diesen Tisch an. Das sind Figuren aus den 90ern. Ferrero sparte Lizenzgebühren und setzte hauptsächlich auf eigens kreierte Figuren.
Happy Hippos dürften auch die bekanntesten sein. Bei Fancy Fuchsies, Meetsy Cats oder Bingo Birds sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Zu denen fehlt den meisten Leuten komplett der Bezug. Problem 2. Veränderter Umgang mit der Ware. Wie ihr seht, besitzen die 1000-Euro-Kandidaten alle Zubehör. Dieses Zubehör macht den Wert aus, die Figuren alleine bringen nicht viel. Das kommt daher, dass das Zubehör meist fehlt. Die Figuren waren ursprünglich für Kinder gedacht, die spielten damit, wobei zum Beispiel die filigranen Stelzen leicht brachen. Vielleicht rollte auch mal das rote Ei vom Tisch und verschwand irgendwann im Staubsauger. Die Spekulanten in den 90ern gingen ganz anders mit der Ware um. Die Figuren wurden in Sitzkästen gelagert. Sofern sie nicht schon aus einem Guss waren und tatsächlich noch Zubehör dabei war, war es auch schon etwas robuster und wurde wie gesagt auch umgehend eingelagert. Da konnte nichts mehr verschwinden und folglich nichts an Wert gewinnen. Problem 3. Erhöhtes Angebot. Jährlich verkauft die Firma Ferrero mehrere hundert Millionen davon und versteckt jedes Jahr 150 neue Spielzeugvarianten darin. Mehrere hundert Millionen pro Jahr. Zwar sind die Figuren nur in jedem siebten Ei und dann auch jeweils nur eine von ca. 10 Figuren pro Satz, bleibt trotzdem eine verdammt hohe Anzahl einer Figur da draußen. Ferrero fand in den 90ern nochmal ein paar Millionen potenzieller Kunden, nämlich nach dem Mauerfall. Und auch die Spekulanten selbst trugen dazu bei. Durften sich die eigenen Kinder früher vielleicht mal beim wöchentlichen Einkauf jeder ein Ei mitnehmen, schüttelten jetzt auch die Eltern fleißig mit oder packen gleich eine ganze Palette mit ein. Es kann für den Hersteller sinnvoll sein, seine Auflage nicht daran anzupassen. Und das sehen wir in einer der nächsten Folgen. In den 90ern, wo man ohne Internet noch im Dunkeln tappte, wäre das allerdings Blödsinn gewesen, weshalb man bei Ferrero gerne die Horden von Spekulanten bediente. Der Hersteller als lachender Dritter und eigentlicher Gewinner. Problem 4. Wer soll das alles später kaufen? Wenn sowieso schon fast jeder das Zeug zigfach im Bestzustand daheim in Sitzkästen liegen hat, wer soll die Figuren später noch kaufen und dafür die berühmten Höchstpreise bezahlen? Selbst Späteinsteiger, die den Zug verpasst hatten, konnten sich zum Beispiel bei eBay die meisten Figurensätze aus den 90ern zum Teil für 1 Euro plus Versand kaufen. Mühelos im Sofortkauf. Oder wie schon gesagt, für bis zu 10 Cent pro Figur auf dem Flohmarkt. Wenn die Spekulanten merken, dass sie sich verzockt haben, versucht jeder den Schaden irgendwie noch zu begrenzen und die Ware abzustoßen. Besser 10 Cent als 0. Dann setzt mitunter Panik ein und die Preise purzeln. Tja, jetzt kann man sagen, was interessieren mich Ü-Eier. Schauen wir noch ein letztes Mal in die Doku. Diesmal minimal von mir nachbearbeitet. Auch die Wagners, szenebekannte Reseller aus Bayern, sind auf der Börse angereist. Ihr Spezialgebiet Actionfiguren, He-Man, Skeletor und Co. Letzter Flohmarktfund, das legendäre He-Man Skeletor 2-Pack mit Kassette Höhle des Schreckens. An- und Verkaufspreis ein Traum. 20 auf reichen Flohmarkt. Dann bei eBay, nein. 8000, nur ein Stund was fort. Was meint ihr, wie viele nach so einem Beitrag in den 90ern schon nach Actionfiguren gesucht hätten? Oder nach jedem anderen beliebigen Artikel, den man auf diese Art anpreist? Zum Glück war das nicht der Fall. Obwohl, Moment mal. Diese ganzen Reseller-Kanäle auf YouTube, was machen die denn? Für wen dieses Anpreisen Sinn macht und warum? Das schauen wir uns aber in einer anderen Folge an. Tja, das soll es für heute gewesen sein. Wenn dir das Video und die Thematik gefallen hat, dann mach doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn du sagst, halt die Klappe, lass mich weiter träumen, dann mach einen Daumen runter, auch das hilft. Weitere Folgen zu dieser Thematik, zu alten Spekulationsobjekten und was daraus wurde, sind bereits in Arbeit und wenn du die nicht verpassen möchtest, dann hinterlass doch gerne, sofern du das noch nicht getan hast, ein für dich völlig kostenloses Abo, aktiviere auch die Glocke, dann bekommst du die Videos zeitnah auch angezeigt bei Erscheinen. Und ich würde normalerweise an dieser Stelle sagen, bis denne, aber ich sage mal, auf gute Geschäfte.